Und wir sind wieder zurück, zurück, zurück. Es geht weiter mit Minecraft und da ist draußen schon ein Zombie, Skelett. Alter, Moment. Erstmal eine leckere, erstmal eine leckere Ofenkartoffel. Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, ob man das hören kann, aber ich habe auf meinem Schreibtisch einen Ventilator aufgebaut. Und ich hoffe, man hört den Ventilator jetzt nicht zu sehr. Aber und den Ventilator hält man es einfach gar nicht aus. Es ist gerade wirklich diese extreme Hitze, die für das Wochenende vorgesehen ist. Oh, das ist echt nicht schön. Du bist auch nicht schön. Also ich muss zugeben, dass ich es gestern, also es ist gerade Sonntag, ich muss zugeben, dass ich es am Samstag eigentlich krasser fand von der Hitze als Freitag. Aber jetzt ist es eigentlich so gut wie gar nicht mehr auszuhalten. Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich mache hier die ganze Zeit nur sinnlosen Kram. Wieso lebt er eigentlich noch? Der sollte doch schon längst von der Hitze verbrannt werden sollen. Okay, egal. Es wird wohl eher Zeit, dass wir mit unserem Häuschen ein bisschen weitermachen. Und es gibt noch sehr viel zu tun. Es gibt noch wirklich sehr viel zu tun, bevor wir anfangen, irgendwelche Bauten just for fun zu machen. Wobei ich auch überhaupt noch keine Ahnung habe, was ich bauen soll. Aber das ist ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Denn erstmal muss ja noch so der normale Stuff gemacht werden. Also Haus und auf jeden Fall noch Felder und was ist da unten? Gibt es da was? Wir haben auch nur 11 Eiserz. Also wir müssen auf jeden Fall dann auch noch eine Höhlentour machen. Da kommen wir nicht drum rum. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier drin machen wollen. Ich kann mich auch gar nicht mehr von der letzten Aufnahme erinnern, ob es da irgendwo noch tiefer hineinging. Ansonsten werden wir garantiert bestimmt noch irgendwo auf einer anderen stoßen, auf einer anderen Höhle. So, ich mache es jetzt erstmal noch nicht so extrem groß. Wir sind ja jetzt auch ganz am Anfang. Das ist ja noch alles ganz viel Zeit. Ich hoffe, es wird jetzt nicht gleich schon wieder dunkel. Ich könnte schwören, ich hatte für diese Session sogar so ein kleines Gesprächsthema, Diskussionsthema, was auch immer im Petto gehabt, aber mir fällt es gerade bei bestem Willen wirklich nicht ein. Naja. Ist dann wohl meine Schuld, aber ich hatte auf jeden Fall wirklich riesig Lust, wieder aufzunehmen. Dem heißen Wetter zu trotz, aber ganz ehrlich, bei 37 Grad, wenn man selbst auch wirklich ungerne draußen sein und sich irgendwo draußen hinlegen und Sonnen oder sonstiges machen. Wir brauchen Eisen. Oh, ach stimmt, ich habe ja Glas gemacht. Aber zuerst brauchen wir Eisen. Damit ich eine Schaufel machen kann und das ganze Dings hier rauskloppen kann. So, und dann brauchen wir noch mehr Akazienholz. Also die Bäume sind echt skurril. Diese Akazienbäume. Das muss ich schon sagen. So. Oh nein, was wird das? Irre ich mich oder ist es gerade wirklich schon ein bisschen dunkler geworden? Okay, nicht umsehen, einfach ganz schnell weitermachen. Ganz schnell weitermachen. So, dann holzen wir mal erstmal dieses ganze Akazienholz ab. Natürlich, natürlich. Das muss auch nur mir passieren. Gut, dann holzen wir eben nicht das ganze Akazienholz ab. Dann machen wir jetzt doch lieber mit der Schaufel weiter. So. Ich überlege schon die ganze Zeit im Hinterkopf, was das Diskussionsthema gewesen ist, aber mir fällt es wirklich nicht ein. Ich wollte es noch extra aufschreiben. Ich dachte mir,
so nach dem Ende der letzten Session, ach, vielleicht fällt dir ab und zu so im alltäglichen Leben ein Diskussionsthema ein, worüber du reden könntest. Dann schreibst du das am besten auf einen Zettel, dass du dann immer auf dem Schreibtisch neben dich hinlegst, genau. Und kannst dann mal kurz einen Blick drauf werfen und dann anfangen zu diskutieren, aber ich bin natürlich so schlau und vergesse das. Und vergesse natürlich auch gleich das Diskussionsthema mit. Ach Mist, das war's schon. Okay, aber das schaffen wir noch. Oh, ups. Zack, zack. Ach so, stimmt. Ich habe ja keine Axt mehr. Dann bauen wir mal eine Axt mit Zauberstäben. Wo ist... Ach so, da ist die Axt. Haben wir eigentlich noch? Na okay, wir haben Ofenkartoffeln, wir haben Hühnchen. Weizenkörner. Ach so, stimmt. Ich habe ja noch die Kiste. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, Karotten und sowas wird man wahrscheinlich... Oder... Also entweder denke ich mal, dass man Karotten so einpflanzen kann, aber man muss die noch irgendwie so zu Körnern machen, wie man das mit Dings und Dings machen muss, Kürbis und Melone, aber anscheinend nicht. Da werde ich dann später sehen, wenn ich anfange, den ganzen Kram einzupflanzen. Ach, Blümchen. Ton sieht aus wie so ein fetter Pickel. Also den würde ich nicht so gerne bei mir haben. Ja, jetzt hat er automatisch die Axt ausgewählt. Ich glaube... Was? Alter, ich hab nichts gedrückt. Welches Thema ist denn... Über welches Thema kann man diskutieren und... auch gut diskutieren, ohne dass es schon zu ausgelutscht ist. Okay, man könnte anfangen, über Battlefield zu reden, über EA und was sie da alles in den letzten Jahren verzapft haben, aber ich glaube, auch das ist mittlerweile schon relativ ausgelutscht und darüber kann man sich größtenteils ja eh nur beschweren und ich glaube, das lasse ich lieber. Vielleicht muss es ja auch nichts mit Games zu tun haben, was? Oh, da ist ein Pferd. Moment mal, Pferde kann man doch mit Karotten tamen. Dann habe ich gleich ein Pferd. Juhu, oder ist ja noch ein Pferd. Obwohl ich Pferde hasse, aber... Ich riskiere es. Also, ich fand das Gepunktete eigentlich schöner. Ich glaube, es heißt gescheckt, wenn die so eine Punkte haben. Ich weiß es aber nicht. Ich kenne mich da nicht aus, ne? Kommt er? Kommt es? Kommt es? Was macht der Creeper da? Hallo, Pferdchen. Hallo. Pferdchen? Pferdchen. Der will... Was? Warte, wenn ich nichts ausgewählt habe. Ah. Also ich habe keine Ahnung, wie man Pferde tamet. Höher, mein getreues Ross. Höher. Nicht so höher. Noch einmal. Ey. Ey. So leicht wirst du mich nicht los. Ach, ich glaube... Ah, ja, so tamet man die. Okay, gut, das wusste ich nicht. Kann ich die... Nee, ich kann... Was ist denn das? Ach so, warte, Shift muss ich drücken. Oh, um zu verlassen. So. Aber ich brauche jetzt ein Dingens. Warte, jetzt kann ich die aber doch... Nee, füttern kann ich die trotzdem nicht. Nee. Warte, wird... Nee, die Kuh wird davon nicht angezogen. Okay, ja, ich habe keine Ahnung, aber... Oh ne, es wird schon wieder dunkel. Aber ich brauche auf jeden Fall eine, wie heißt das Ding? Eine Leine, genau, eine Leine, damit ich das Pferdchen irgendwo anbinden kann.
damit es mir nicht entfleucht. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, ich mache mal einfach hier oben erstmal eine Verbindung. Denn bei den Ecken kommen auf jeden Fall keine Fenster hin. Das sieht mir nicht schön aus. So, 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 zack und zack. So und so. Gut, jetzt muss ich das mit den Fenstern überlegen. Ich glaube, ich mache hier noch eine Reihe und hier noch eine Reihe auf jeden Fall. Und dann, ja, es ist symmetrisch. Ich weiß nicht, ob ich so ein großes Fenster machen soll oder so eine schmal, also dass ich dann hier ein Zweier mache und dann vielleicht hier ein Zweier. Warte, geht das auf? Ich glaube, das würde dann unsymmetrisch aussehen. Moment, und wenn ich sowas mache und dann sowas und sowas und dann. Ich habe nicht genügend Holz. Moment. Es ist ja nicht so krass dunkel. Ach so, ich habe hier ja noch Akazienholz. Gut, dann muss ich ja doch nicht loslaufen. So, und wenn ich dann hier auch zumache. Muss mal von draußen gucken, wie das aussieht. Das weiß ich noch nicht. Ist jetzt vielleicht nicht so Bombe. Aber ich lasse es erst einmal. Vielleicht habe ich irgendwann eine bessere Idee oder irgendeiner von euch hat eine gute Idee. Dann ändere ich das. So, dann kommen hier vier hin. Hier kommt einer frei und hier dann wieder zwei. Und der Rest wird zugemacht. Zack, zack. Zack, zack. Und hier. So, was machen wir jetzt auf dieser Seite? Also auf der würde ich dann jetzt kein übertriebenes Fenster machen. Das wäre, glaube ich, sonst too much. Obwohl ich es eigentlich schon mag, wenn es so richtig schön offen ist. Aber ich glaube, das ist ein Vierer schon zu krass. Ich glaube nicht. Ich lasse es einfach erstmal so. Ich kann es ja immer wieder ändern, falls es mir doch nicht gefällt. So, ja, dann gehe ich jetzt erstmal schlafen. Ich hoffe, ich erlebe gleich keine Überraschung, wenn ich wieder aufwache. Oh, das war ja komisch. Okay. Brennt! Brennt! Ihr seid undankbar, ihr seid unwürdig, weg mit euch! Und zum Frühstück erstmal eine Ofenkartoffel. Ich habe früher richtig selten Ofen. Ich glaube, Ofenkartoffeln gab es bei uns so gut wie nie zu essen. Nö, kann mich nicht dran erinnern. Ich habe sonst immer ganz anderes Zeugs gegessen. Okay, kurzer Blick, ob hier irgendwo ganz plötzlich ein grüner Mann auftauchen könnte. Oh, sieht eigentlich ziemlich clean aus. Gut. Dann kann ich es ja riskieren, Spinne. Normalerweise greift die einem ja nicht an, aber wenn sie da schon ist, ne? Ach, die greift einem ja selbst nicht an, auch wenn man die schon angegriffen hat. Ha. Das wusste ich auch noch nicht. So, dann holzen wir dieses Bäumchen mal auch ab. Oh. Mit einer Spitzhacke natürlich. Ich meine, das kennt ja jeder, der getreuer Holzfäller ist. Der benutzt keine Axt, der benutzt eine Spitzhacke. Wo ist denn das Pferd? Ach, da! Als hätte das Pferd mich gehört. Er lugt es da so raus wie so ein bisschen wie so ein Voyeur, ne? So ein bisschen wie er gerade seinen Kopf so rausgesteckt hat und dann so voll mit seinem gruseligen Auge. War schon verdächtig, war schon verdächtig.
Ja, wie habt ihr denn überhaupt so diese ganzen hitzigen Tage überstanden? Also, soweit ich das richtig mitbekommen habe, sollte es jetzt an diesem Sonntag nicht so heiß sein, also zumindest nicht in ganz Deutschland, aber ich habe natürlich das Glück und darf die Hitze auch noch am Sonntag genießen können. Ja, was habt ihr denn gemacht? Wart ihr dann mehr so die Stubenhocker und habt euch zu Hause verbarrikadiert, weil ihr dachtet, ne, bei der Hitze wage ich keinen Schritt hinaus? Oder habt ihr die Hitze vollkommen genutzt und habt euch draußen hingelegt oder wart schwimmen oder habt sonst was angestellt? Also, wenn es nach oben gehen würde, wäre schon nice. Jetzt muss ich mir auch überlegen, wie.